Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal bitcointrading.de. In dem heutigen Video analysieren wir den aktuellen Bitcoin-US-Dollar-Chart und besprechen die bevorstehende Zinserhöhung in den USA. Also bleibt dran, es wird wie immer sehr informativ. Wie ihr wisst, hat am 3. und 4. Mai nochmal in den USA ein FOMC-Meeting stattgefunden. Das heißt also, die Mitglieder der Federal Reserve haben sich hier getroffen, um zu beraten, wie sehr sie die Zinsen erhöhen werden, um die aktuell hohe Inflation zu bekämpfen. Das Ergebnis werden wir heute Abend erfahren. Wir sehen aber auch hier schon bei dem Investor-Tool, dass aktuell vom Markt hier eine Zinserhöhung von 50 Basispunkten erwartet wird zu 97,9%, wobei man auch sagen muss, dass hier aktuell es sehr viele Investoren gibt, die hier befürchten, dass wir vielleicht sogar noch eine stärkere Zinserhöhung sogar von über 50 Basispunkte sehen können. Das passt auch ziemlich gut momentan generell zu der sehr ängstlichen Stimmung im Markt. Ihr seht, wir haben hier in dem Kryptomarkt wieder die extreme Angst erreicht und wir haben ja auch gesehen, die traditionellen Märkte sind auch im extremen Angstbereich. Wir haben hier einen Pessimismus auf dem 35-Jahres-Hoch erreicht. Das haben wir in den letzten Videos besprochen. Das bedeutet also, sollte jetzt hier eine Zinserhöhung von 50 Basispunkte oder geringer bestätigt werden, was also der Markt erwartet, wird es neutrale bis leicht positive Auswirkungen haben, da dann einfach hier die schlimmeren Erwartungen nicht eintreffen, sondern das, was bereits eingepreist wurde, bestätigt wurde. Das wäre also hier neutral bis positiv. Sollten wir eine Zinserhöhung von über 50 Basispunkte erhalten, wäre das sehr bearish. Dann müssen wir damit rechnen, dass wir nochmal eine Korrektur sehen werden. Des Weiteren haben wir hier noch eine sehr interessante Grafik. Hier können wir die letzten FOMC-Meetings sehen, also wie sich hier der Bitcoin-Preis verhalten hat. Und hier können wir ein sehr interessantes Muster erkennen. Und zwar seht ihr immer am Beginn, also wenn das FOMC-Meeting stattgefunden hat und noch über die Zinserhöhung beraten wurde, hatten wir immer eine kleine Scam-Rig, also eine Korrektur. Aber dann, als hier die Zinserhöhung dann bekannt gegeben wurde und die Erwartung im Markt bestätigt wurde, haben wir tatsächlich immer wieder eine kleine Rallye gesehen. So war es über den letzten zwei FOMC-Meetings. Hier wurde die Erwartung ja dann wirklich bestätigt. Das hat nochmal zu etwas Vertrauen geführt. Wir haben hier immer wieder eine kleine Rallye reinbekommen und hier den oberen Channel angetestet, den wir momentan auf dem Tageschart formen. Das haben wir in den letzten Videos ja auch schon ausführlich besprochen. Das bedeutet also, es könnte jetzt sein, dass wir während des Meetings hier einen kleinen Fakeout sehen, eine kleine Scam-Rig vielleicht unter die 38.000 Dollar nochmal, aber dann, wenn die Erwartung vom Markt bestätigt wird, wir hier auch nochmal eine kleine Rallye sehen, dann nochmal etwas Vertrauen zurück in den Markt kommt. Also hier wirklich sehr interessant, jetzt dieses Pattern zu beobachten, ob sich einfach das hier nochmal wiederholen wird. Des Weiteren können wir auch sehen, dass ja die Bitcoin-Wale nochmal kräftig nachgekauft haben. Wir hatten heute jetzt hier nochmal von den Exchanges einen Outflow von 10.000 Bitcoin gesehen und wir konnten ja jetzt auch schon über die letzten Wochen beobachten, dass ja die Bitcoin-Millionär-Adressen immer wieder Bitcoin nachgekauft haben. Ihr seht, die sind hier momentan in einem Aufwärtstrend. Könnte also auch sein, dass hier die Wale sich vorbereiten, dass sich ja dieses Muster nochmal wiederholt, wir die Erwartung im Markt, also die Anhebung von 50 Basispunkten bestätigen und hier dann nochmal eine kleine Relief Rally sehen werden. Das könnte also hier jetzt eine Vorbereitung so gesehen sein von den Wahlen, dass sie deswegen hier einige Bitcoin eingekauft haben. Dann kommen wir jetzt zu dem Bitcoin-US-Dollar 4-Stunden-Chart und ich muss sagen, ich werde mich hier ganz klar an die Marken weiterhalten, die wir in den letzten Videos besprochen haben. Für mich ist hier ganz klar die Chartanalyse entscheidend. Ich habe die News im Hintergrund. Wir wissen jetzt, dass wir dieses Muster haben, dass aufgrund dieser News wir hier nochmal eine kleine Rallye sehen werden. Aber für mich ist, wie gesagt, die Chartanalyse entscheidend. Und hier gehe ich weiterhin vor, wie wir in den letzten Videos besprochen haben. Ihr wisst, in den letzten Videos haben wir ja immer die bullische Divergenz besprochen und gleichzeitig eben auch hier dieses Falling Wedge. Das Falling Wedge ist ja an sich ein bullisches Pattern, was eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, nach oben auszubrechen. Das bedeutet also nach wie vor ist für mich entscheidend die 40.000 Dollar Marke. Sobald wir hier einen Breakout sehen über die 40.000 Dollar, dann einen erfolgreichen Retest auf dieses letzte tiefere Hoch, werde ich hier long gehen in Richtung der 43.000 Dollar. Die 43.000 Dollar sind ja hier das technische Preisziel dieses Falling Wedge. Das bedeutet also, bei 40.000 Dollar werde ich dann hier long gehen, den Stop-Loss unter den grünen Kassen ziehen auf ungefähr 38.800 Dollar, dann wieder 3% Risiko und eine potenzielle Upside von 7,5%. Ist also hier für solch einen kleinen Trade immer noch ein recht gutes Risk-to-Reward-Verhältnis und sollte sich hier um ein Fake-Out handeln, wir kommen hier nochmal runter und fallen unter die untere Supportlinie, die aktuell hier bei 37.000 Dollar liegt, dann gehe ich ja unter dem grünen Kasten bei 37.000 Dollar Short in Richtung der 34.000 Dollar und lege hier den Stop-Loss über das letzte Hoch,
Da seht ihr auch, da hätten wir hier ein Risiko von ungefähr 4% und eine potenzielle Downside hier auch von ungefähr 7,2%. Ist also auch noch recht in Ordnung für solch einen kurzfristigen Short. Das sind also jetzt hier die zwei Marken, auf die ich achte. Über 40.000 Dollar Long, unter 37.000 Dollar Short. Gleichzeitig haben wir hier auch noch unseren Ethereum-Chart. Wir befinden uns auf dem Ethereum US-Dollar 4-Stunden-Chart. Hier haben wir genau dasselbe Trading-Setup. Wir haben ein Falling Wedge. Wir haben hier auch die bullische Divergenz. Das bedeutet also auch hier über dem letzten Hoch gehe ich Long. Das heißt, über 3.000 Dollar gehe ich in Richtung der 3.200 Dollar Long. Und sollten wir nach unten ausbrechen, unter die 2.700 Dollar, werde ich hier auch Short gehen, denn das wäre wirklich ein massives Schwächezeichen. Denn wie wir in den letzten Videos ja besprochen haben, wenn wir hier kurz auf den Tageschart wechseln, hier haben wir ja unsere historische Supportlinie, die hier schon seit über einem Jahr hält. Ihr seht es hier nochmal kurz, immer wenn wir diese Linie hier angetestet hatten, hatten wir bisher immer eine kleine Rally. Ihr seht wirklich, die hält hier schon sehr lang, wir haben sehr viele Berührungspunkte. Das bedeutet also auch hier, wenn wir jetzt von dieser Linie auch nochmal bouncen, ist wie auf dem 4-Stunden-Chart eben besprochen, das erste Preis hier 3.200 Dollar. Wenn wir das überschreiten können, haben wir die Möglichkeit hier nochmal die Oberseite des Standards bei 3.700 Dollar anzutesten. Das wären also hier die ersten zwei Preisziele für einen Long. Sollten wir allerdings unter diese schwarze Linie fallen, ihr seht unter 2.700 Dollar, dann gehe ich hier Short in Richtung der 2.400 Dollar. Das sind ja so jetzt hier die zwei Trading-Setups für Bitcoin und Ethereum, die ich jetzt in den nächsten Stunden beobachten werde. Und gleichzeitig werde ich hier auch noch den Nasdaq im Blick behalten. Ihr wisst ja, hier kämpfen wir momentan mit der wichtigen horizontalen Supportmarke bei 13.000 Punkte. Und hier haben wir das Verhalten ja auch schon im letzten Video besprochen. Entweder wir laufen hier von unten nochmal, die 13.000 Punkte werden abgelehnt. Das wäre ein Schwächezeichen und eine Short-Bestätigung. Dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir hier das 12.000 Punkte-Level antesten. Oder wir schaffen es jetzt eben hier nochmal, wie wir auch in dem letzten Video besprochen haben, nochmal über die 13.000 Punkte anzusteigen. Dann hätte es hier nur um einen kleinen Fake-Out gehandelt. Wenn wir es dann schaffen, nochmal über den 13.000 Punkten zu schließen und in Richtung der 14.000 Punkte zu laufen, dann wäre das eine Long-Bestätigung sowohl für Bitcoin als auch Ethereum. Das heißt also, wir achten hier genau auf die aktuelle Tageskerze. Werden wir jetzt hier abgelehnt und fallen unter das letzte Tief, dann ist das für mich eine Short-Bestätigung. Dann rechne ich auch damit, dass wir bei Bitcoin und bei Ethereum einen Fake-Out sehen werden und wieder runter korrigieren sollten. Sollte es allerdings hier der Nasdaq jetzt schaffen, über den 13.000 Punkten zu schließen und wir ziehen hier wieder nach oben in Richtung der 14.000 Punkte, dann ist das, wie wir in den letzten Videos besprochen haben, für mich persönlich eine Long-Bestätigung. Sobald dann Bitcoin über 40.000 ist, werde ich dort long gehen und sobald Ethereum über den 3.000 Dollar ist, werde ich dann auch dort long gehen. Das war's schon wieder mit dem heutigen Video. Wenn dir dieses Video gefallen hat und ich dir in diesem Video einen Mehrwert bieten konnte, würde ich mich extrem freuen, wenn du mich jetzt kostenlos unterstützt und meinem Kanal ein kostenloses Abo dalässt und die Glocke aktivierst und auf alle stellst, sodass du immer eine Benachrichtigung erhältst, wenn ich auf meinem Kanal ein neues Video uploade. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit.